Ja, hallo mal wieder. Wo ist die Zukunft hin in Sachen Medien, fragen wir uns heute mit Alex Burger. Und meine spontane Antwort wäre, die Zukunft ist natürlich ins Internet gegangen, was die Medien angeht. Was bedeutet das für das, was wir bisher hatten an Medien? Was heißt, was wir bisher hatten? Also ist auf jeden Fall zu sagen, dass diese Massenmedien, dass ein Absender, der hunderttausende Leute oder Millionen Leute erreicht, immer seltener wird. Und dafür die meisten Videos, die man bei YouTube sieht, haben nur 500 Klicks, wenn man in seinem Umfeld Leute hat, die da das benutzen. Oder auch gerade bei Facebook werden da die Klickzahlen immer geringer. Da werden Videos für 50 Leute hochgeladen. Was aber auch den Massenmedien die Zeit einfach raubt. Also früher haben die Leute, oder angeblich, und ich glaube, die Zahl ist gefälscht, guckt jeder Deutsche noch 300 Minuten Fernsehen am Tag. Ich weiß nicht, wo die Leute die Zeit hernehmen, aber ja, ich gucke mir das bestimmt nicht an. Ich gucke mir ab und zu mal noch eine Fernsehsendung im Internet an, aber die konkurrieren dann auch schon eins zu eins mit YouTube und mit anderen Angeboten. Also Southpark.de hat auf jeden Fall bei mir mehr Einschaltquoten als, weiß ich nicht, der MDR oder der SWR. Ja, aber dann ist die Frage, was passiert, wenn Zeitungen verschwinden, wenn Medienhäuser verschwinden. Also ich habe mir mal, habe ich glaube ich sogar während im Referat in der Uni entwickelt, die Idee, wenn jetzt morgen einfach alle Verlage, Medienhäuser zumachen würden, wäre nicht viel verloren, weil. Also Annahme ist, wir behalten die Presseagenturen, wir machen das, was AP und so schon machen. Die sind direkt bei Google mit Google News und veröffentlichen da direkt ihre Meldungen. Was im Internet sinnvoll ist, weil sie da diese Distribution haben, die man nicht mehr braucht. Ich brauche ja nicht auf 10 Online-Seiten diese DPA-Meldung haben. Da reicht mir eine Quelle und die bieten die Basisinformationen und dann habe ich mit Bloggern, mit meinem persönlichen Netzwerk auf Facebook, finden sich die Zirkel, die dann die restlichen Themen beackern und das dann natürlich viel effizienter machen, als es Medienhäuser und Verlage heute können. Ja, die Frage ist, was motiviert sie? Aber Wikipedia hat ja bewiesen, dass es diese intrinsische Motivation ja wohl irgendwo gibt. Aber ich weiß es nicht. Bisher gibt es ja noch keinen wirklichen Wallraff unter den Bloggern. Also sprich, bisher ist die Blogosphäre trotzdem von populären Themen und populären Schlagzeilen bestimmt und nicht von investigativen Journalismus oder dass man da halt über Monate mal an einem Projekt arbeitet. Also wie da der Übergang kommen wird, weiß ich auch noch nicht ganz, aber ich denke, dass auch die Bereitschaft zunimmt, das zu finanzieren oder dass es Sponsoren gibt, dass man halt, ja, macht es auch wieder schwierig, aber ich glaube nicht, dass Nescafé einen investigativen Journalisten hier in Mainz bezahlen würde bei dem Gestank, den sie hier verursachen. Also ja, die Geschäftsmodelle habe ich da noch nicht entdeckt, muss ich leider sagen, aber die Frage ist vielleicht das Grundeinkommen, vielleicht ermöglicht es auch den Leuten, dass sie sich einfach die Zeit nehmen können, weil sie also dass sie ihrer intrinsischen Motivation nachgehen können. Ja gut, Geschäftsmodelle ist ja schon so das beliebte Thema, sobald es um Medien im Netz geht, um Nachrichten im Netz. Wobei es zeigt sich ja, wenn du, also es gibt halt Einzelne, bei denen funktioniert es schon. Jemand wie Tim Pritlove, der Podcasts macht, was ein absolutes Nischenmedium ist. Ja, ich glaube, nicht mal 2% der Internetnutzer hören wirklich Podcasts. Und er konkurriert da irgendwie mit dem WDR und also mit Öffentlich-Rechtlichen, ja, die einfach ihre produzierten Radiosendungen als Podcast raushauen. Aber er schafft es allein über Flatter, über freiwilliges Bezahlen irgendwie 2000 Euro zu machen im Monat. Das ist ein Einzelfall, aber es zeigt, dass es ist möglich im Einzelfall, ja. Ja, aber er beschäftigt sich auch mit Nerd-Themen und also sprich, er ist auch trotzdem im Flatter-Umfeld extrem etabliert. Also er beschäftigt sich stark mit Flatter und Creative Commons und anderen Sachen, die damit zu tun haben. Und durch diese Themenverwandtheit ist einfach auch jeder, der Flatter hat, klickt dann auch da auf den Button, weil er sich für das Thema Flatter interessiert. Also es ist ähnlich wie ein Tech-Blogger, nur halt auf dieses Soziale. Wenn du dich jetzt mit
weiß ich nicht, mit Konzertberichten beschäftigen würdest für klassische Musik, würdest du wahrscheinlich keinen einzigen Euro für Flatter kriegen. Dann müsstest du dir wieder was anderes einfallen lassen. Ja, aber ich könnte vielleicht Geld kriegen, indem ich Konzertkarten verkaufe. Ja, also das ist dann die Frage. Werden wir sehen, dass immer mehr, sagen wir mal wirklich, dass Unternehmen Journalismus anbieten und zwar für ihren Bereich. Also dass man sagt, natürlich, das ist auch eine große Gefahr, dass wir dann PR-lastigen Journalismus haben. Ja, also dass du dann halt hast, klar, der Konzertveranstalter berichtet nur über die Konzerte, die er selbst veranstaltet und für die er Tickets anbietet. Aber wir haben die Schwarzkopf-Homepage, die auch irgendwie Thomas Knüver mitentwickelt hat, die ihre Seite jetzt die Produktinformation nach hinten gestellt haben für ein Informationsangebot rund ums Thema Haare. Du erfährst alles über Haare, wie style ich meine Haare, und erst im zweiten Schritt erfährst du dann, am besten geht das mit diesem Produkt. Und da steht halt ein Geschäftsmodell dahinter, was dann natürlich mit dem klassischen Journalismus konkurriert. Und das Problem ist natürlich, da weiß ich wenigstens, wer der Absender ist. Also ich weiß, okay, der Absender ist Schwarzkopf und ich weiß, am Ende werden die mir sagen, wenn dein Haar seidig schimmern soll, dann brauchst du dieses Ding. Ja. Bei Zeitungen habe ich aber das gleiche Problem, dass ich nicht weiß, wie viel ist jetzt da Pressemitteilung abgeschrieben, ja, wo ich dann nicht mal diese Transparenz habe. Ja. Aber wer schreibt dann über die Arbeitsbedingungen bei Lidl? Also... Sprich, das vermisse ich ja heute auch schon. Ich habe ja das Gefühl, dass viele Unternehmen, oder ich habe auch schon von Leuten das gehört, die mir das bestätigt haben, diese ganzen riesigen Jobanzeigen sind nicht dazu da, um Mitarbeiter zu finden, sondern eigentlich um die Abhängigkeit von den Zeitungen an bestimmte Unternehmen größer zu machen. Deshalb, weil Lidl auch immer von den großen Zeitungen ihre Prospekte austragen lässt, ist es wirklich für viele Medien auch tabu, darüber was Schlechtes zu schreiben, weil dann sofort Millionen Euro Jahresbeträge, Budgets verschwunden sind und dann auch gleichzeitig Jobs davon draufgehen. Und ob man sich das traut heute, ist die nächste Frage. Ja, ich meine, das haben wir ja gesehen bei dem Lidl-Überwachungsskandal, war es so, dass die Bild-Zeitung wirklich kaum darüber berichtet hat, obwohl das natürlich ein Riesenaufmacher gewesen wäre. Haben sie irgendwie so eine kleine Meldung dahin gepackt, weil sie halt immer mit Lidl zusammen diese komischen Volksprodukte da anbieten. Das heißt, da haben wir auch schon keine Unabhängigkeit mehr. Und da ist die Frage, kann sich nicht dann jemand, ein Einzelner, das mehr leisten, zu sagen, der eben nicht von Lidl abhängig ist, sondern dann halt sagt, okay, dann sind wir wieder beim Spendenjournalismus, Stiftungsjournalismus, was es da für Modelle gibt. Ja, oder vielleicht sollte da auch der Staat einspringen und mal unabhängige Medien schaffen, aber also ich weiß es nicht. Wir sollten vielleicht auch mal die Idee von Bürger und Staat ein bisschen trennen und wir sollten halt einfach als Bürger fordern, dass wir unabhängige Medien haben. Und zwar nicht unabhängig im Sinne von, dass die CDU-Führung aussuchen darf, wer der Intendant von der Öffentlich-Rechtlichen sind, sondern dass es vielleicht sogar eine demokratische Abstimmung darüber gibt, wer in den verschiedenen Sendern, oder dass die Sender wie Parteien gewählt werden, dass wir die Möglichkeit haben, verschiedene Konzepte zu wählen. Mit dem Budget, was gerade das ZDF und die ARD verwenden. Ich weiß nicht, also solange der Rundfunkstaatsvertrag von den Medien bestimmt, oder nee, von den Parteien bestimmt wird, kann es niemals unabhängige Medien geben. Ja gut, aber da glaube ich ja an so eine Art Außenpluralismus, dass du dann sagst, okay, die Zeitungen können sich es nicht leisten, über die schlechten Arbeitsbedingungen bei Lidl zu berichten. Das können dafür die Öffentlich-Rechtlichen machen, die, keine Ahnung, es sich nicht leisten können, Kurt Beck ans Bein zu pinkeln, was so auch nicht stimmt, aber übertrieben gesagt, aber das können dann dafür wieder die Zeitungen leisten, weil Parteien bei ihnen keine Werbung schalten. Also dass sich das so ausgleicht. Ja, aber das ist ja komplexer, weil zum Beispiel über Transrapid oder was heißt Transrapid, über Siemens und so große Unternehmen, die halt auch schon so stark in der Politik sind und in den Werbeanzeigen, wer macht das dann? Also wer ist denn von Siemens unabhängig? Und
davon, dass die wieder Milliarden für irgendwelche Forschungsprojekte bekommen aus der Politik und gleichzeitig, ja. Also da müssen doch alle dafür sein, was Siemens anstellt. Oder ich weiß nicht, Heckler und Koch wurde jetzt zumindest mal erwischt, aber trotzdem hat es keine Auswirkung. Ja, aber also das sind Sachen, worüber ja auch heute nicht berichtet wird. Vielleicht in der Zukunft noch eher, ja, dass dann Siemens-Mitarbeiter die Sachen an WikiLeaks schickt oder keine Ahnung. Also dass das so die Modelle sind. Ich glaube halt, dass es sich einfach da viel mehr diversifizieren wird. Ja, das ist das Spannende, wer das veröffentlicht, weil WikiLeaks da ja mit ihrem ursprünglichen Modell eigentlich gescheitert sind. Die haben ja gesagt, so, wir veröffentlichen alles sofort und haben es dann ins Internet gekippt und es hat keinen Menschen interessiert. Und dann sind sie eben davon abgerückt eben und haben dann gemerkt, okay, Medien brauchen Exklusivität und sind deswegen diese Partnerschaften eingegangen. Da sind wir wieder bei dem Problem, wie bekommt man den Bürger dazu, sich für solche Sachen auch zu interessieren, die irgendwie da sind. Weil ich weiß nicht, wie viele Leute jemals original WikiLeaks-Dokumente gelesen haben. Wahrscheinlich irgendwie ein winziger, winziger Bruchteil. Ja, oder die Arbeit vom Gutenberg. Aber was mir auch noch aufgefallen, oder was man vielleicht auch noch sagen kann, Medien der Zukunft. Ich hatte mal die Ehre bei der ARD, die Folgen von der Tagesschau von vor 20 Jahren hochzuladen. Und dadurch ist mir klar geworden, wie wenig der Inhalte, die uns um die Ohren geschlagen werden, von den Medien überhaupt eine Relevanz haben. Also die meisten Sachen, wenn man die mit 20 Jahren Rückblick mal anschaut, merkt man, dass es überhaupt, also es total egal ist und sich auch alles permanent wiederholt. Also vielleicht sollten wir auch als normale Konsumenten mal davon abkommen, so viel Nachrichten zu konsumieren. Vielleicht ist das meiste einfach Schwachsinn und interessiert gar keinen. Oder man sollte sich halt dann auf seine Nische konzentrieren, die einem wirklich interessiert. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie oft ich schon an irgendwelchen Grippen gestorben bin. Oder ich weiß es nicht, wie oft ich hier schon in der Eiszeit hätte erfrieren sollen oder was weiß ich. Also andauernd passiert irgendwas, was sich dann 3 Monate später als total egal erweist. Also ich habe auch, vielleicht ist das die Zukunft, dass es ein bisschen abgeklärter wird und dass die Leute sich gar nicht mehr von diesen Hypes mitreißen lassen. Na gut, im Moment beobachten wir eher das Gegenteil, dass sich diese Hypes noch mehr beschleunigen, dass wir eben durchs Internet eine so beschleunigte Berichterstattung haben, dass irgendwie morgens die Meldung rauskommt und mittags um 12 ist sie schon wieder durch, weil jeder alles dazu gesagt hat, gefühlt. Ja, innerhalb von 5 Minuten ist es eingeordnet, kommentiert. Und schon ein Hintergrundbericht dazu da, obwohl klar ist, so ganz können die Hintergründe noch gar nicht aufgeklärt werden. Die Leute haben dann aber schon so viel dazu gelesen, dass sie dann keinen Bock mehr auf dieses Thema haben. Und dann geht es halt weiter. Und was dann davon übrig bleibt, erfahren wir nie mehr. Ja? So, was ist aus der Love Parade geworden? Wer war jetzt da eigentlich verantwortlich? Wird man es jeweils rausfinden und wenn ja, wird es die Öffentlichkeit erfahren oder ja? Und es ist wichtig. Also es ist überhaupt wichtig zu wissen, wer jetzt schuld dran ist an dem Unglück oder sollte man nicht gucken, was man auch, also vielleicht sollte man auch den Betrachtungswinkel ändern, dass man halt bei so Ereignissen nicht mehr so stark den Schuldigen sucht, sondern auch mal anfängt zu gucken, was kann man daraus lernen? Was können wir da für zukünftige Ereignisse ableiten oder dass wir uns im Hinterkopf behalten, okay, wenn wir jetzt das Ziel haben, also zum Beispiel, ich habe mir bei unserem Verein nie Gedanken darüber gemacht, was jetzt ist, wenn wir mehr als 100 Leute in einem Raum lassen oder 200 Leute ist, glaube ich, das Limit, was die Stadt meistens genehmigt, dass da wirklich auch mal ein Feuer passieren kann und dass dann in Panik sich die Leute in der Treppe zertreten. Also sprich, ja, vielleicht ist das die bessere Lektion, statt wer ist schuld, was kann man daraus lernen? Wie kommen wir jetzt wieder zurück zu den Medien? Die Zukunft der Medien. Ich weiß es, also ganz, weiß ich nicht. Ich denke mal, das Thema Zukunft der Medien ist eines der am leichtesten zu diskutierenden, aber auch am schwersten, weil es einfach auch mit allen anderen Bereichen verbunden ist. Es ist mit Wirtschaft verbunden, es ist mit dem Sozialen verbunden, es ist mit Politik verbunden. Da haben so viele Leute ihre Finger drin, weil die Medien auch das verbindende Element zwischen den Menschen sind oder der Katalysator für Gesellschaft. Und von dem her kann man da am wenigsten sagen. Ja, ihr habt es gerade von Alex gehört. Die Frage nach der Zukunft der Medien ist leicht zu diskutieren, aber schwer zu beantworten. Und deswegen hoffen wir da mit euch weiterzukommen, dass ihr jetzt in die Diskussion einsteigt
Und ich lade euch ein, entweder hier in den Kommentaren, als Videoantwort im Blog netzfiltor.de oder auf welchem Weg auch immer, mir eure Vision von der Zukunft der Medien zukommen zu lassen. Also was glaubt ihr, wie sieht in, keine Ahnung, 10 Jahren die Medienlandschaft aus? Was sind die Player? Wie kann sich das Ganze organisieren durch diesen Umbruch, in dem wir uns befinden? Würde mich freuen. Ich werde es dann auf jeden Fall aufgreifen, die Diskussion, die da entsteht. Je nachdem, was da kommt, wenn viele Videos kommen, werde ich auf jeden Fall daraus ein neues Video machen. Ansonsten findet ihr auf jeden Fall im Blog netzfeuilleton.de dazu eine Weiterdrehung, wie man so schön sagt. Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr dieses Video hier weiterverbreitet, irgendwelche Buttons klickt, abonniert oder was auch immer. Bis bald. Danke.